Herzlich willkommen zu einem neuen Werkstatt-Alltag-Video aus der Halle 77. Heute ist Samstag. Samstag ist ja eigentlich ruhig und leer. Ruhig und leer passt ganz gut. Die Halle ist leer, ruhig ist sie auch. Aber unsere Jungs sind natürlich hier. Daniel ist auch da, aber nicht hier. Daniel ist bei Enjoy. Ich wollte sagen, Daniel ist extern. Der Jan ist da und der Patrick ist da. Wir stehen vorm Ascona. Den Ascona müssen wir jetzt vom Prüfstand holen. Ich weiß, dass ihr euch das wünscht, eine Wiederinbetriebnahme. Vielleicht mal über den Prüfstand rollen lassen und ein bisschen fahren. Aber ich muss es immer wieder betonen. Dieses Kapitel ist zu Ende. Ich weiß, dass jetzt ganz viele sagen, der Motor steht sich kaputt. Ja, tut er. Ist so. Genauso wird er sich auch kaputt stehen, weil da war wo wir in die reingefahren sind, war auch noch Ethanol drin. Das war 2019 und wir haben an dem Auto nichts gemacht. Ich weiß, dass viele rufen, Mensch, lassen doch laufen, mach doch, tu doch. Aber ich weiß, dass die Suse das Auto niemals verkaufen würde, niemals in den Rennbetrieb geben würde. Ich glaube, ihr versteht das schon ein bisschen. Ich möchte es auch einfach ruhen lassen. Für mich ist das jetzt schon unangenehm, dass ich dieses Auto hier von dem Prüfstand runterschieben muss. Warum wir so einen Prüfstand runterschieben, habe ich im Video gesagt zum Golftreffen. 50 Jahre Golf, wo wir bei der Ausstellung in Osnabrück waren, bei der Sonderausstellung. Wir brauchen nämlich den Prüfstand für Wolfsburg. Ich bin echt gespannt, wie das wird, wie das klappt, weil wir nehmen ihn wieder in Betrieb. Jan, kannst du dich noch daran erinnern, wie der Prüfstand funktioniert? Ja. Ich kann mich noch so an die guten alten Zeiten erinnern. Ich kann dir das noch relativ gut darstellen. Es ist sogar noch alles da. Wir haben den Prüfstand nie irgendwie zerlegt oder angerührt. Wir haben alles so gelassen, wie es ist. Und vielleicht könnt ihr euch noch an die Videos erinnern, wo wir hier die Tastatur liegen hatten. Und dann mussten wir auf den Monitor gucken. Wir mussten immer rausgehen. Tja, und ihr seht es ja eigentlich selber. Wir aktivieren ihn wieder. Und um zum Aktivieren, wollen wir den bei uns in die Werkstatt holen und wollen gucken, dass wir das auch alles 100% safe hinbekommen für die Wolfsburg-Geschichte, für das GTI-Fanfest. Weil es wäre doof, wenn wir einen Prüfstand mitnehmen würden und es würde nichts klappen. Einerseits freue ich mich richtig drauf, andererseits ist es gerade ein sehr, sehr eigenartiges Gefühl. Thema Prüfstand, ich sehe gerade ja unseren neuen Prüfstand. Kann ich euch auch einen kleinen Schwenk zu zeigen. Der lief nämlich auch vor Mittwochabend, war es, glaube ich, ne? Ja. Habe ich nicht zu groß gesagt, nur kleine Einleitung. Dieses Auto wurde abgestimmt zum Viertelmeilefahren. Und das, was ihr da seht, ist keine Leistungsmessung, sondern die Tests unter Straßenbedingungen mit gebremster Rolle, ob alle Gänge, ob die Ganganschlüsse sitzen, ob Flat Shift und sowas funktioniert. Aber wie gesagt, schaut selbst. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, was natürlich mal so ihr in der Woche oder auch spätabends passiert. Ich lasse es einfach mal ein bisschen unkommentiert. Es gibt ein bisschen Prüfstand und ein bisschen 5-Zylinder-Sound. Der Nils ist gerade hier, macht der Ali ihren 5-Zylinder vom Andi. Die wollen die Tage wieder auf die Rennstrecke. Und wir lassen das unkommentiert. Ihr guckt euch mal einfach an, wenn so ein paar Läufe hier ein bisschen getestet wird. Abgestimmt ist das Auto nämlich schon. Nachdem der Audi jetzt gerade so eine schöne Szenerie ergeben hat, ist es natürlich unser Ziel, in Wolfsburg auch viele Gölfe schreien zu lassen. Aber schnackig lang, wir fahren jetzt erstmal schieben den Ascona jetzt erstmal runter und dann holen wir mal den Prüfstand hier raus und schieben den in meine Werkstatt. Dazu kann ich euch leider nicht mitnehmen, weil ich glaube, das wird jetzt schon lustig, den überhaupt in die Werkstatt zu bekommen. Tja, und wer bei seiner Aufräumaktion natürlich nicht fehlen darf, Emmy. Das ist so eine liebe Katze geworden. Sie ist neugierig. Sie ist kaum noch schreckhaft. Ich sage immer Muttertier, das ist die Mutter von den drei Kleinen. Aber gerade wenn so ein Museum leergeräumt wird, guckt die sich gerne mal hier um, was hier so losgeht. Also wie gesagt, die Katzen laufen. Wir haben eine Katzenklappe, die können von drinnen nach draußen. Und natürlich, wenn hier so eine Tür aufsteht oder auch die Tore, dann kann die Katze hier nochmal bestöbern. Ja, ich finde es cool. Ich finde es cool. Prüfstand haben wir jetzt rausbekommen, sogar ohne Probleme.
Und ich sage euch, diese Ameise erleichtert uns gerade unfassbar die Arbeit. Wir haben den ja damals, oder der Jakko hat den damals ja relativ mobil gemacht. Darunter sind so Rollen. Das werden wir auch brauchen noch, um den in der Werkstatt nachher zu verrollen. Ey, wenn ich überlege, könnt ihr euch, oder du kannst dich ja noch dran erinnern. Das wäre gut. Weißt du, wie oft der Jakko im Jahr damit mobil war? Mindestens 4-5 Mal im Jahr war der Prüfer unterwegs. Und ich sag euch, das ist eine richtige Maloche, den zu verladen, weil der schwer ist. Der wiegt über, ich meine 1,4 Tonnen, 1,6 Tonnen. Ich glaube, so viel war es gar nicht. 1,2 oder so hatten wir mal irgendwie. Wir hatten ja mal so einen Galgen dafür gebaut. Oschersleben, EFR, Altenhofen. An der Airbase waren wir irgendwo mal in Oberhausen, bei so einem Fokus, bei so einem Vortreffen. Das Army-Treffen. Das Army-Treffen an der Airbase. Boah. Der hat schon viel gesehen. Der hat schon echt viel gesehen. Das war wirklich eine geile Zeit und deswegen freue ich mich, dass wir das so ein bisschen wieder auffrischen und dass wir den jetzt, wie gesagt, wir werden ihn jetzt in die Werkstatt fahren und werden darauf achten, dass wir den einmal richtig schön sauber machen. Und natürlich auch einmal testen. Ne? Also irgendwo werdet ihr das hier auf jeden Fall nochmal sehen. Aber ich glaube nicht, dass ihr das, man weiß nicht, in diesem Video vielleicht seht. Nachdem wir jetzt das Museum leergeräumt haben, der Prüfstand hier in der Halle steht, werden wir jetzt das Museum mal umstellen, weil ich ja immer wieder andere Bilder mal auch haben möchte. Autos, die ihr schon lange gesehen habt. Wir haben jetzt aufgeladen den Eichberg Turbo. Steht ja echt schon lange bei uns im Museum und ich muss zusagen, das Auto ist saugeil, aber auch ab und zu muss ich mal halt ein paar Autos durchtauschen. Und ich möchte gerne wieder den Renault 18 Turbo zu uns holen. Weil das Auto sieht man halt einfach noch seltener. Und ihr habt ihn vielleicht noch nicht gesehen und fragt danach. Und dann haben wir ja noch unseren Kübelwagen. Den möchte ich auch wieder herholen. Genauso wie unseren Polo G40. Und dafür muss ich Autos wegnehmen. So, welches Auto ich wegbringe, ist der BMW M5. Da haben wir ein Fahrwerk eingebaut. Dazu gibt es aber auch ein Video. Da wird noch ein Video zu kommen. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch Neues hier draußen? Eigentlich nichts. Aber ich würde sagen, ich bringe jetzt erstmal mit dem Jan die Autos weg und hole die anderen. Unterwegs im M5. Der M5 ist auch so ein Part, wo ich sage, verkaufen, nicht verkaufen. Schwieriges Thema, weil ich kann euch eins sagen, der Wagen ist jetzt komplett durchrepariert. Wie gesagt, das werdet ihr auch alles im Video dazu noch sehen. Alles funktioniert, was ein M5 haben muss, vom Motorlauf über Fahrwerk, über Klimaanlage etc. Aber er hat knapp 460.000 gelaufen. Daher, wer will so ein Auto haben mit 460.000 Kilometer? Und ja, er ist nicht mehr die Originalfarbe. Also habe ich mich auch dazu entschieden, diesen Wagen erstmal ins Außenlager zu fahren, dass er nicht im Regen rumstehen muss. Und ich sag mir, er verliert keinen Wert mehr. Und jetzt kommt er gleich vorweg. Ja, der Sven wollte den doch fahren. Ja, der Sven schneidet ja gerade das Video. Vielleicht gibt der Sven euch gleich einen kleinen Hinweis, was sich beim Sven auch verändert hat. Oder ihr habt es ja schon vielleicht in der einen oder anderen Instagram-Story vom Sven gesehen. M5 erstmal ins Außenlager, aber Auto ist komplett fertig und eventuell würde ich mich gegen ein gutes Gebot dieses Fahrzeug veräußern. Und auch jedem, der dieses Fahrzeug ein Gebot abgibt, den soll bitte bewusst sein, was wir alles gemacht haben. Und trotz alledem kann es sein, dass der nach 300 Kilometer irgendwas kaputt geht. Käufer muss zum Auto passen und auch dementsprechend das Verständnis haben. Also, wie gesagt, ich werde die Tage noch mal eine Auflistung machen, welche Fahrzeuge ich alle veräußern würde. Beim M5 wird es mir auf jeden Fall schwer fallen, weil er wirklich extrem viel Geld drin steckt und der Wagen sehr geil fährt für seine Laufleistung. So, womit wir auch schon wieder beim Thema wären, zum Verkaufen. Der Platz ist einfach zu klein. Ich bin Auto-Messi und ich lebe für das Thema Auto. Es geht ja nicht nur immer um alte Autos, aber ich liebe dieses Thema Auto einfach. Und es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, dass Fahrzeuge hier zum Beispiel rumstehen. Die stehen hier nicht rum, weil sie nicht gebraucht werden, sondern wir haben sie alle irgendwie wieder auf die Straße geholt, aufbereitet, zum Laufen gebracht. Und jetzt stehen sie hier. Und man kann sie nicht mal anschauen. Und fahren kann ich sie auch nicht alle, obwohl wir viele Fahrzeuge, na gut, der ist jetzt vielleicht kein Beispiel, aber wirklich schön umgebaut haben. Sei es der, hier gibt es so viele Autos.
Ich fange jetzt mal einfach an zu erzählen, wovon ich mich trennen würde, wo ich sage, wir schaffen das eh nicht mehr. Wir haben so viele Projekte, wo ich einfach sage, komm, das kann in den Verkauf. Kam man hier. Eigentlich haben wir da super viel dran gemacht. Wir haben Fahrwerk noch mal gemacht, wir haben Elektrik noch gemacht, wir haben neue Reifen, neue Felgen gemacht. Das Auto fährt. Ich behaupte, es würde sogar TÜV bekommen. Problem ist aber, Lack schlecht, Karosserie schlecht. Ihr seht, das ist hier alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Spaltmaße passen nicht. Das Auto wurde mal mit dem Mund lackiert, inklusive Dichtung. Von daher ist es kein fertiges Restauration, also kein fertiges Auto, wo man sagen kann, ey, da kann ich mit auf Treffen fahren, sondern er läuft aus einer Kraft, der fährt sogar sehr, sehr gut. Würde ich verkaufen. Auch hier würde ich einfach sagen, Leute, guckt mein Set. Karmann Ghia Typ 34. Wenn ihr Bock auf ein Projekt habt, wo ihr sagt, ey, dann mache ich Lack, mache ich selber, Karosserie mache ich selber. Wie gesagt, Schweißarbeiten gibt es keines. Auto wird so TÜV bekommen. Er hatte ein H-Kennzeichen, Ob er es beibehält, weiß ich nicht. Audi 90 geht auf keinen Fall in den Verkauf. Habt ihr gesehen, haben wir ja mal umgebaut mit 9x16 und sowas. Der bleibt hier. Mein Ziel ist es, dass der bald wieder zu uns kommt und wir die Ausstellung wechseln. Hatte ich eigentlich was mit vor, kann weg. Scirocco 1.8T mit DSG-Getriebe. Ich sag's ganz ehrlich, ich will auch gar keinen Hehl mehr drum machen. Eigentlich würde ich den nicht verkaufen, aber da hat der Enrico mich schon mal zugefragt. Fahrzeug hat jetzt TÜV, also schwarz-weiße Zulassung. Der Motor ist eingetragen, alles ist eingetragen. Eventuell, aber da sage ich auch wirklich nur eventuell, würde ich mich von trennen. Opel Monza muss dringend wieder bei uns ins Museum. Habe ich ja gerade gesagt, die Bilder müssen sich wechseln. Geht nicht in den Verkauf. Fiesta XR2, gab es viele Videoreihen zu, begleitet uns auch schon bestimmt 4-5 Jahre das Auto. Top Zustand, kein Rost, wurde mal neu lackiert. Motortuning, 120 PS, alles eingetragen, Vergaseranlage, alles eingetragen. Ich habe immer gesagt, den verkaufe ich nicht, der nimmt nicht viel Platz weg. Aber hier wird er nicht schöner. Bei uns im Museum stand er auch immer schon lange. Bei gutem Gebot geht er auch weg. Kann eh weg. Iltis. Steht jetzt aber trocken, rostet wenigstens nicht weiter, ne Jan? Schon mal anfangen. Trese Audi, was eine Videoreihe. Komplett fertig gemacht, wir hatten der dann foliert, der ist nicht lackiert. Aber ich sag euch, trotz alledem muss man sich für das Auto definitiv nicht schämen. Der steht in einem guten Zustand da. Mittlerweile haben wir ja auch Gerätschaften wie Strahlkabine und Pulveren. Hätte es noch besser verfeinern können. Dann weiß ich, könnt ihr euch daran erinnern, haben wir das mal gesagt mit Mutlu, dass der quasi da ein Projekt draus macht, aber wir brauchen uns alle nichts vormachen. Sei es Mutlu, sei es ich oder auch, ich kenne auch genug andere Leute. Mit dem Mund sind wir mal alle groß und wir können das nicht, wir schaffen das nicht. Wann sollen wir da dran gehen? Und es wäre vielleicht auch schade, das Auto zu zerstören, wobei das Bodykit ist eh nicht mehr dran von der Firma Treser und ich finde ihn, so wie er jetzt hier steht, viel, viel schöner. Aber es ist ein Audi Quattro 10V Turbo eingetragen. Ich sage euch auch, bei gutem Gebot geht der auch weg. Gibt bestimmt noch ein oder andere kleine Restarbeit. Was man auf jeden Fall machen muss, wenn man es nicht haben möchte, ist die Folie runter und den Wagen einmal eine Komplettlackierung. Jan, willst du nach Hause? Ich finde das Ding immer noch geil, aber ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Ich hab jetzt ganz oft gelesen, damit auf die Lassisee fahren. Bin ich bei euch, aber davor müssten wir Bremsen alles komplett neu machen. Weil Bremsen sind fest, das Ding stand Ewigkeiten im Regen abgedeckt. Fahren oder laufen tun die Motoren, das hatten wir ja gesehen. Wir wollten uns auch damit beschäftigen, aber ich habe es gerade bereits erwähnt. Mit dem Mund sind wir alle groß und hinbekommen. Wir schaffen es halt einfach nicht. Auch davon würde ich mich trennen. Hat natürlich keine deutsche Zulassung. Jan, ich habe es vorhin schon gesagt, Audi 200, 20V Turbo Quattro. Alles repariert. Ich weiß, wir haben alles gemacht. Der war bei uns in der Werkstatt. Der Julian hat da super viel dran gemacht. Wasserpumpe, Zahnriemen, alle besseren Teile von unserem Schlachter haben wir umgebaut. Viele Neuteile gemacht. Und ich habe gesagt, ich verkaufe den nicht, weil, wann kriege ich einen wieder? Jetzt kommt die nächste Frage. Das muss man sich immer ganz oft fragen. Brauche ich dieses Auto? Nein. Aber ich glaube, da wird der Julian mit mir sauer, wenn ich sage, ich verkaufe den. Naja, müssen wir mal gucken, was da ist. Ich weiß, dass da auch schon die ein oder andere gutes Gebot gekommen ist, wo ich auch sage... Jetzt ja nicht mehr. Nee, 200er Avant und dann noch in Rot. Aber auch der braucht einmal komplett Neulack. Ich weiß, dass der auf der Kamera vielleicht jetzt ganz schick aussieht, aber der braucht Neulack. Aber wenn du hier unter den Motorraum guckst, hier ist wirklich alles gemacht. Es ist wirklich Zahnring, Wasserpumpe, alle Inspektionsmaterialien, Kerzen...
reinsetzen, losfahren von der Technik her. Wenn einer Bock hat, schreibt einfach. Jetzt fragt ihr, wie erreiche ich dich denn? Ich erreiche keinen am Telefon. Am Telefon werdet ihr eh keinen dran bekommen, sag ich auch ganz ehrlich. Erreicht uns über WhatsApp. Nicht fragen, hey Marco, was willst du haben? Schickt ein Angebot, wo eure Preisrichtung hin ist. Und dann sage ich euch, weiß ich, ob ich mir Zeit nehmen kann. Hört sich jetzt echt scheiße an. Ich weiß, ob wir weiter ins Gespräch gehen. Sag ich auch ganz ehrlich, was habe ich davon, wenn wir eine Stunde uns ein Auto angucken und ihr sagt mir nachher, ich sehe so ein Avant ohne TÜV bei 8.000 Euro. Dann habe ich mir die halbe Stunde, die wir verbracht haben, oder Stunde vielleicht sogar angeguckt, können wir uns das sparen. Muss ich so machen, Enrico sagt es genauso. Ansonsten gehen die nämlich alle, so wie letztes Mal, zum Enrico, zum Fernpreis. Und der ruft mich nicht an, egal was ist. Ich kann mich dran in die Doka gekauft, da konnte man nicht voll tanken, da piste irgendwas raus. Die Autos verlieren Öl, der macht und tut. Keine Silbe ruft mich der Enrico an und sagt, Marco, so läuft das nicht, sondern der weiß, als Händler kaufen, der akzeptiert das so. Und ich muss meine Birne, was das betrifft, frei haben. Lancia Dedra, eigentlich optisch einer der geilsten folierten Autos, den ich von uns. Ist ein Turbo-Allrad, HF Integrale, kann auch weg. Würde ich auch verkaufen. Den Bus angemeldet, VR6T-Umbau, V6 Turbo, haben wir foliert, gab es auch diverse Videos drüber, diverse Videos beim Gockel. Wollte ich eigentlich nutzen, dass wir den fahren. Klimaanlage haben wir gemacht, dass die, das also, Klima hat der Gockel ja noch gemacht, aber Klimaanlage läuft. Wann? Wer soll's fahren? Was sollen wir fahren? Wie viele Autos noch? Kann weg. Den wollte ich eigentlich abholen, aber ich glaube, den kriegen wir nicht mal eben hier raus, ne? Ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal andere Autos mit. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt hier vom Wagen wollen, auch andere Autos mitnehmen. Ja. Heute ist, ich glaube, man merkt das so ein bisschen, meine Laune. Ich bin heute über Nacht super schlecht geschlafen, weil mich das natürlich, muss ich auch, ich weiß nicht, wie ich es nach außen erklären soll, aber ich fühle mich einfach schlecht, so viele Autos zu besitzen, die nicht sich, wo sich nicht bewegt. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Und ich habe die ganze Nacht schlecht geschlafen, weil ich schon überlegt habe, wenn wir das Museum umstellen, was kann denn weg, was kann ich verkaufen, warum habe ich das überhaupt gekauft? Ich versuche es euch, es ist nicht zu erklären. Natürlich kann man sagen, ja, abgehoben, so viele Autos. Ich weiß, ich sehe auch das ein. Aber warum soll ich die Autos jetzt verramschen oder billig abgeben? Ich habe diese Autos alle teuer gekauft und habe sie alle repariert. Und wir haben sie alle weitestgehend repariert. Und deshalb kosten so Autos auch Geld. Und ich will nachher keine Diskussion haben, weil das macht meine Birne noch mehr matschig. Und da habe ich gerade zurzeit keine Lust drauf. Audi 300, ne, Audi 200, 5T, gebe ich auf keinen Fall ab. Mittlerweile auch. So ein geiler Zustand. Ich finde, der Wagen ist im geil, ist übertrieben, aber im guten Zustand. Über von innen, die Polsterung und alles. Das ist, find man 5T. Es ist ein 79er Baujahr, find erstmal ein 5T. Der, ja, kann ich ja mal ein Beispiel nehmen. Klar will ich den verkaufen. Ich habe nur bei Kleinanzeigen gekauft für 4.600 Euro. Habe diese wunderschöne Auspuffanlage vom Daniel bauen lassen. Allein Materialkosten und Arbeitszeit, jetzt sagt ihr wieder, glaube ich nicht, waren fast 2.000 Euro. Das könnt ihr ja zusammenrechnen. 4,5 plus 2.000 plus ein bisschen Felgenumbau, dass ein Auto ich nicht für 1.000 abgeben kann, weil es hat ja keinen TÜV. Was soll ich damit? Ich hoffe, ihr versteht die Problematik, die ich habe. Dieses Auto ist bereits verkauft. Genauso wie der Peugeot 505, hatte ich im letzten Video schon erwähnt. Da waren bestimmt auch viele traurig. Und haben gesagt, Mensch, hätte ich mir ein Projekt mitgewünscht. Aber wie gesagt, wir sind Realisten. Wir haben so viele Projekte im Moment. Wir können halt mit drei Mann in der Werkstatt einfach nicht mehr stemmen. Dann haben wir noch einen Prüfstand, dann haben wir noch ein Museum, was wir machen. Sind wir aktuell zweieinhalb. Aktuell immer zweieinhalb, wollte ich gerade sagen. Also es geht nicht. Fiat Uno Turbo. Was machen wir damit? Würde ich auch abgeben. Dann sehe ich hier, ich wollte ja mal so einen Zwischenstand haben. Ich glaube, das ist mal ganz interessant. BMW 02 von Nadine kommt die Tage hier raus. Der kriegt einmal einen Rundumschlag. Ich habe Nadine versprochen, dass das Ding in 2 Liter wert mit Vergaser. Da habe ich mit dem Raab jetzt schon den ein oder anderen Telefonat geführt. Entweder geht das Fahrzeug zum Heinz Raab und wir lassen da umbauen. Begleiten das natürlich mit videomäßig. Also fahre ich ja öfter. Ich fahre ja sehr oft zu Woodlow, das wisst ihr ja. Und dann sind es halt nochmal 80 Kilometer weiter in die andere Richtung. Dann begleiten wir das Projekt halt dort, weil, Jan hat es gerade schön gesagt, aktuell sind wir gerade nur 2,5 Leute in der Werkstatt. Damit könnt ihr nichts, aber wirklich nichts reißen. Damit können wir keine Projekte machen. Und für die Leute, die immer quengelt haben, zu viel Mercedes, zu viel Mercedes, das C43-Projekt, wo es auch noch ein Video übrigens zu gibt, haben wir jetzt ganz hinten angestellt. Das steht auch schon im anderen Außenlager, das Auto. Tolles Projekt, freue ich mich riesig drauf, freut sich unsere Mannschaft riesig drauf, dieses zu machen, weil es ist eine geile Herausforderung, da einen Achtzylinder rauszumachen. Kam nicht so gut an, viel zu viel Mercedes-Content, das ist das eine, wo wir uns natürlich nicht von ablenken lassen, aber auch hier sind wir Realisten. Wann sollen wir das anfangen? Weil das wird sehr zeitintensiv, da bleibt auch wieder viel auf der Strecke. Audi 80 Quattro GTE hatten wir die Tage,
Mit einem Video gehabt, ne? Klar, haben wir einen Prüfstand gehabt. Hat abgeliefert, Serienleistung, geht nicht in den Verkauf, bleibt hier. Können wir immer wieder tauschen. Fiat Marea. Was ein geiles Auto. Der wäre auch so ein Kandidat, den ich jederzeit anmelden würde, Jan. Der fährt nämlich Nee, der hat noch keine deutsche Abnahme, der hat noch französische Papiere. Kriegst du aber so abgenommen, das Auto, mache ich mir keine Gedanken. Habe ich mich aber noch nicht mit beschäftigt. Aber auch da, ob er jetzt Schilder dran hat oder nicht, wer soll ne fahren? Den nehmen wir jetzt mit. Will ich im Museum stehen haben, finde ich ein saugeiles Auto. Den will ich im Museum stehen haben, saugeiles Auto. Dass er hier rumsteht, macht nichts. Den nehmen wir auch mit, saugeiles Auto. Aber wir können uns nur zwei Autos mitnehmen, Jan, ist mir bewusst. Aber müssen wir noch holen, weil der Roh 80, bevor der Roh 80 hier in der Halle steht, kann er bei uns stehen. Da könnt ihr euch den Roh 80 angucken. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Stück Geschichte. Ein Stück Audi-Geschichte und habt ihr jetzt auch nicht gesehen, also holen wir die jetzt, wir tauschen halt. Das gehört auch zu unserem Werkstattalltag. Ich hole gerade einen Radsatz ab, der wieder bei Kleinanzeigen inseriert war. Den brauchen wir für ein Projektauto, welches ihr noch nicht gesehen habt. Und jetzt fragt euch, was für ein Auto sitzt du hier? Erkenner, erkennt's vielleicht. Könnt ihr euch daran erinnern, Prüfstandsvideo, wo der Thomas Schäfer uns besucht hat. Ich habe da was gefragt? Volkswagen hat geantwortet. Vier Stück sind da. Ich glaube, jetzt sind wir wieder am Zug. Und ich kann euch eins sagen, der Daniel ist schon voll dabei und auch mit Unterstützung, wo ich richtig stolz drauf bin. Und ich kann euch eins sagen, das wird auch noch ein lustiges Projekt. Aber auch das seht ihr natürlich auf dem anderen Kanal. So, ich guck mal, wie viel hier denn so reingeht. Ein ganzer Radsatz in 19 Zoll wird abgeholt. Heute ist Montag. So, der Ralf war fleißig. Ich glaube, am Samstag war ja noch ein Motor drin. Nächste Video zum Kadett haben wir auch schon gedreht. Was haben wir denn gemacht? Was haben wir im letzten Video zum Kadett gemacht, was noch nicht gelaufen ist? Motoren. Ah, beim Klaus Risse waren wir und beim Daniel Krabbe waren wir. War interessant, ne? Ja. Beide vermischen wir jetzt. Wird ein wilder Motor. Eigentlich wollten wir doch einen Standard 2 Liter einbauen, ne? Ja, nur Kolben, weil Kolben schwierig. Naja, wollte ich gerade sagen. Was passiert? Es ist wieder eskaliert. Wir machen 2-Liter-Motor, bleibt. Vielleicht finde ich irgendwo auf schnell mal den Karton. Haben auch schon ein paar Teile abgeholt. Viele Kenner freuen sich jetzt über den Karton. Da liegen sie. Brücken, Ansaugbrücken, Luftfilter, nagelneue Vergaser. Getriebe, das hatte ich ja alles schon mal gezeigt. Also ich kann euch sagen, das Ding kriegt einmal All-In. Nicht so All-In wie das. Es kann sein, dass ihr jetzt, in dem Moment, wo ihr das Video, gerade wenn ihr das gerade reingeschaut habt, ne, steht er immer noch auf dem Prüfstand und wird gerade gegen Last gefahren. Weil wir sind jetzt am Einfahren und müssen noch so ein bisschen was Kleinigkeiten machen und dann wird das Ding abliefern. Also freut euch drauf, da kommen auch noch zwei Videos. Jan hat heute Prüfstand alles schon soweit durch und sitzt im Opel Rekord. Jan, was machst du Schönes? Unser labbriges, unsere Lenkschaltung ein bisschen überholen, weil für das, was eigentlich ich mir vorgenommen habe, fehlt uns gerade, glaube ich, aktuell ein bisschen die Zeit, weil dann haben wir eine Bühne dauerhaft belegt. Ich habe hier so schöne Sachen bestellt. Ein Überholungskit fürs Schaltgestänge, genau. Ne? Wir haben das Problem ja gehabt, dass der hier der Rückwärtsgang so komplett weich war. Ja, der Rückwärtsgang ging einfach rein, als ob nichts ist. Du musstest dir mal überlegen, ob erster oder rückwärts ist. Das ist rückwärts. Ja, aber du musst ja so eine Sperre haben. Nee, das ist mir nicht geläufig. Das ist immer noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber du sagst gerade, dafür muss alles zerlegt werden. Ja. Das, was ich bis jetzt gefunden habe, muss diese Lenksäule nach hier hin reingezogen werden. Dazu muss ich es unten vom Lenkgetriebe trennen. Dazu muss ich aufgrund unseres Motorumbaus wahrscheinlich Bremse wegbauen. Man kommt da leider nicht mehr so dran, wie es früher mal war. Das Zeug hat jetzt irgendwie 90 Euro oder was bezahlt, ne, ja, für dieses Kit. Aber das müssen wir machen, weil ich sag dir, dass du kannst mit dem Auto nicht cool fahren, wenn du irgendwo an der Ampel stehst, du machst den ersten Gang rein, musst du wirklich konzentrieren. Oh, machst da oben, fährst ein Stück zurück. Also du hast überhaupt keine Rückwärtsgangsperre mehr. Und das müssen wir jetzt einmal überholen, weil das ganze Ding so lapperig ist. Aber ich dachte, ihr kennt das Wort, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr selber Mitarbeiter seid von eurem Chef, kannst du mal eben das einbauen. Mal eben. Ich habe dir schon mal die Feder getauscht, dass wir zumindest mal eine Rückmeldung von dem Griff haben, weil die Feder ist nur noch halb so lang, die ist wohl mal durchgebrochen. Oh, okay. Das heißt, du hast jetzt diesen nicht mehr, du kannst es hin und her werfen, aber alles weitere sitzt da unten drunter. Ja, vielleicht mal von unten gucken. Ich weiß, dass der Julian sich schon gesagt hat, hey, der ist jetzt auch seit 2 Wochen im Urlaub gewesen und er hat jetzt schon gebeten, hey Marco, ich will doch ein bisschen arbeiten kommen, ihm fällt die Decke auf den Kopf. Und ich glaube, der ist morgen da und ich glaube, für so arbeiten ist vielleicht der Julian dann, wo er sagt, ich habe dafür Zeit, weil den Jan
Da kann ich den Jan auch verstehen. Den können wir für sowas nicht unbedingt immer einsetzen, weil wenn der Jan gleich die ganze Lenksäule auseinander hat, hat er vielleicht noch 3 Prüfstandsläufe, dann geht der nächste Tag, dann wieder 3 Prüfstandsläufe und schon steht er hier zerlegt und keiner weiß, wie er es zerlegt hat. Hey, darf ich mal in dein Haar fassen? Was da ein Flusing. Patrick, die haben gesagt, ich soll dir dein Haar ein bisschen, wir sollen das hier an der Seite, die Konturen dir ein bisschen schön machen. Ja, und ich sag denen, die das sagen, wir sind hier ein Werkstattkanal und kein Fußballkanal. Da haben sie nämlich auch immer schöne Frisuren. Aber warum Fußball? Wenn das so weitergeht, wenn das mit deinen Haaren so weitergeht, sind wir bald hier Friseurkanal, weil hatten wir ja schon mit Glatze schneiden und Trocken. Ich mach dir die Haare schön. Ja, ja. Ich wasch dir die auch vorher mit Massur. Am Kopf, ne? Nee, andere Sachen massiere ich hier nicht. Was machst du, Patrick? Update. Den Jakobaten. Ja. Was heißt denn Update? Stopp. Das heißt, so weit bin ich auch noch nicht. Was heißt Update? Update. Machen wir was besser? Ja. Zeigt er mehr Leistung dann an, wie der andere Prüfstand? Nein, macht er nicht. Schade. Das greifen wir nicht an. Nein, die Lüftersteuerung war ein Sterndreieck, zurechtgezimmert. Ja. Und das ändere ich gerade auf den Sanftanlauf. Was heißt zurechtgezimmert? Sprich Klartext. Es hat funktioniert. Jakob, du weißt, ich liebe dich immer. Aber der Jakob war immer... Wir machen pragmatisch. Der Jakob war, zum Beispiel, wenn er nicht wusste, also ich liebe den dafür, oder ich liebe ihn dafür, wenn wir nach, zum Beispiel nach Brilon und zum Rennen gefahren sind, sind wir immer freitags morgens angereist. Und es hieß immer, ja, also es ist was für das interne Gespräch, vor 18 Uhr bitte nicht am Hof fahren. Der Nico kann uns das ungefähr bestätigen. Nicht vor 18 Uhr am Hof fahren. Wir sind aber meist um 16 Uhr, 15 Uhr vielleicht schon angekommen. Und dann fährt er einfach drauf. Ich sage, Jakob, 18 Uhr. Du musst nicht fragen, mach einfach. Der Jakob hat immer gemacht, nicht fragen, machen, sagt er. Runterschmeißen kann man dich immer noch. Und deswegen, beim Prüfstand weiß ich, ich kann mir mal vorstellen, wenn beim Jakob zum Beispiel der erste Gang kaputt gegangen wäre. Wir fahren den zweiten an, der erste machen wir später. Ja, würde ich aber genauso machen. Ja, das war, dass du das weiß ich. Deswegen, ich finde das gut, dass du dem alten Schätzchen hier also eine neue Schaltung gibst. Das kommt alles raus? Das fliegt alles raus, noch mehr wahrscheinlich. Es ist vorher war es ein stinknormaler Sterndreieck. Es ist einfach ein Schützsteuer. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich habe da oben, warte mal, ich zeig dir was. Hier habe ich immer unser Lüfter. Ne, da habe ich unseren Lüfter angemacht. Und hier musste ich immer hoch und runter machen. Vier angemacht, oder? Genau, den großen. Ja, das kann sein. Irgendwo Lüfter an und hier musstest du hoch machen und dann musstest du beide Knöpfe, glaube ich, drücken, ne? Ich weiß das gar nicht mehr. Weißt du es noch? Eigentlich reichte rot. Ich weiß gar nicht mehr, wofür der grüne... Ich glaube, beim Runterlassen musstest du das so machen. Weil so machst du das, was wir jetzt über die Fernbedienung mit Lift machen, machst du hier mit dem Hebel. Ach Mann, ich habe die Zeiten waren geil. Ich behaupte auch, dass bestimmt einige von euch Zuschauern dazugekommen sind wegen den Prüfstandvideos. Aber dazu kann ich auch kurz mal was sagen zum Thema Prüfstandsvideos. Im letzten Prüfstandvideo war der Jan mit dem Julian. Ehrlich antworten. Findest du das schlimm, wenn ich nicht da bin? Ich hab dann die Sache ist, in dem Fall war es jetzt eher so nach dem Motto, sehr kurzfristig. Wir sind ja noch davon ausgegangen, dass du abends wiederkommst. Freitagmorgen kam Nadine dann. Ich muss euch da übrigens noch was sagen. Ja, das war dann sehr kurzfristig. So, man konnte sich gar nicht drauf einstellen, aber ansonsten ging es. Weil ich muss euch sagen, ich bin natürlich jetzt viel unterwegs. Und ich habe ja zum Beispiel, also das haben wir ja das Thema Urlaubszeiten. Ich musste dann schon alleine quasi mein Auto abholen fahren. Und war bei KW, hab das Video gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auf dem anderen Kanal gesehen habt, bei KW eine Führung bekommen. Und das ging so lange, dass ich dann abends beschlossen habe, hey, ich schlafe noch eine Nacht hier, fahre morgens dann los. Und ich weiß, ich kann mich hier auf meine Jungs verlassen. Weil eins muss ich dazu sagen, dieser Kanal hier heißt Halle 77. Dieser Kanal heißt nicht mehr 5-Zylinder Marco. Deswegen, dieser Kanal funktioniert nur, wenn alle gemeinsam hier arbeiten. Ich alleine funktioniere hier gar nicht. Das wäre bei Markus Moderner Welt, das ist so meine Idee. Aber hier die Halle 77 ist zum Beispiel Prüfstandstag. Ich bin da stolz auf meine Jungs, dass die das dann so machen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das abtrete. Ja, demnächst bin ich jetzt mal nicht da. Genau, sprich morgen, wo wir Prüfstandstag haben, machen wir beide das. Morgen? Ja, das kommt erst Donnerstag. Das Video läuft ja Donnerstag. Ich kann ja schon in Zeit und Zukunft denken. Oh, das kriegen wir hin, ne? Donnerstag ja auch schon. Ab wann hast du Urlaub? Am Mittwoch. Also Donnerstagmorgen wäre das erste Mal, wo ich dann nicht hier bin. Das bist bei Late Night, ne? Genau. Ja, das ist bei Late Night. Da sind wir beim Thema Urlaub. So, und warum machen wir den Prüfstand raus? Habe ich das schon gesagt? Doch, habe ich schon gesagt, dass der mit nach Wolfsburg geht. Und dass wir da natürlich nicht stehen und uns blamieren, dass da nachher kein Lüfter läuft oder gar der ganze Prüfstand nicht läuft, macht der Patrick jetzt noch alles einmal frisch. Einen Fernseher haben wir bestellt, einen Drucker noch.
dass ihr in Wolfsburg auch dann wirklich, dass ihr das Bild größer sehen könnt, vielleicht vom Weiten schon mal. Bei dem war es ja nicht so, dass man die Radleistung sehen konnte, sondern ihr hattet nur eine Geschwindigkeitsanzeige. Kann ich mich noch dran erinnern? Da ist sie. Die haben wir immer noch. Und nachher siehst du das fertige Ergebnis. Also ich freue mich super auf dieses Event. Das ist für uns wieder super viel Arbeit, aber auch gleichzeitig irgendwie so ein Urlaubstag. Und da möchte ich nochmal betonen, dass die Halle 77 dann von dem Donnerstag an geschlossen hat. Also Donnerstag und Freitag hat die Halle 77 dann geschlossen und Samstag sind wir ja eh nicht da. Also ich sage euch, ich bin auch überlegen, ob wir den Prüfstand, wenn wir dann wieder zurückkommen, wenn er da mal benutzt wird, wäre geil. Und ich habe schon überlegt, ob ich mal einen Bus drauf fahren kann, aber leider passt der Bus nicht drauf. Sonst hätte ich den Bus nämlich mal gemessen. Das hätte mich echt interessiert, was unser Reisebus nämlich drückt. Aber der ist von drei, ich glaube, der hat Zwillingsbereifung. Ich glaube, der geht da nicht drauf. Wir müssen mal gucken. Irgendjemand wird auch davon Prüfstand haben, der vielleicht uns da mal weiterhelfen kann. Das wäre geil, im Raum Dortmund und Umgebung ein Leistungsprüfstand. Nur ihr dürft uns da nicht drauflassen mit beide. Also ihr müsst uns dann wegsperren. Weil mich und Patrick vielleicht 100 Meter weiter hinten lassen? Ja, ja, unbedingt. Genau, weil wenn wir sehen, dass der Bus nicht seine Leistung hat, wüsste ich nämlich, dann sind wir beide im Motorraum zugange. Ja, ja. Und dann sagt er, ey, kannst du noch eine Messung? Kannst du noch eine Messung? So, reicht jetzt auch. Ich gehe mal nach oben. Media-Team. Oh, hier wird richtig gesund gegessen. Wenn du gesund leben willst, glaube ich, habe ich gehört, musst du das Eigelb, ein darfst du nur essen und den Rest Eiweiß kannst du ganz viel essen. Weil das ist wichtig für Muskelaufbau. Ich glaube, das ist ich habe auch Gefühl, du hast richtig. Simon, du bist sportlich wieder, ne? Ein bisschen. Geht's dir gut, Micha? Ja. Das ist das Wichtigste. Ich habe zwei Möhren gerade gegessen. Ein Ei, halb. Zwei Eier, das ist mein zweites Ei. Ja, ja, ja. Der Apfel steht um 12 Uhr parat. Aber das ist eigentlich Svens Apfel, weil der steht schon seit Donnerstag hier. Und Sven möchte den aber irgendwie nicht, weil ein ganzer Apfel ist ihm zu viel. Sven, magst du Apfel? Ja, sehr. Vitamine fürs Büro. Ich finde die grünen besser. Nee, oh, lila sind besser. Echt? Mhm. Ich brauche nicht fragen, ne? Was hast du gerade gegessen? Eine Mischung aus Schnitzelbrötchen und Burger mit Gurke und Tomate drauf. Oh, so bekloppt, ey. Ja, unser Mediateam, seht ihr, lebt gesund und ist wohlauf. Unser drittes Mediateam spricht. Der Mike ist noch im Urlaub. Der müsste, glaube ich, Ende der Woche wiederkommen oder Anfang nächster Woche. Bin richtig fasziniert, Mediateam. Guck mal, aber wenn Apfel, dann lieber grün. Der schmeckt immer so mehlig, der Apfel. Nee, nicht immer. Granny Smith müsste das sein. Ich habe aber mal gehört, es gab auch eine Zeit, wo du dich nur von Äpfeln ernährt hast, ne? Wenn ich so eine Diätphase einläute, ist das total krank und falsch. Ich habe dann stark Sport betrieben und habe dann immer Gas gegeben. Nadinchen, guck, Nadine hört stark Sport betrieben und weiß nicht, was sie sagen. So, komm ruhig rein. Ich erzähl gerade von meiner Diätphase. Wenn ich Diät gemacht habe, habe ich nichts gegessen, habe Sport gemacht und habe, wenn es mir schlecht ging und ich umgefallen bin, nur einen Apfel gegessen. Was willst du uns sagen, Nadine? Komm rein. Ich möchte an den Kalender. Möchtest du Urlaub eintragen? Ja. Ja, trag ein. Du trägst doch gerade mehr oder weniger unseren Urlaub ein, sehe ich gerade. Ne? Der malt schlecht, ja. Creme 21. Ja. Das heißt, da sind wir beide aber noch nicht wir da. Beide, ne? Genau. Wir beide fahren Creme 21. Wer noch die Creme 21 mitbestreitet, finde ich richtig geil. Giuliano mit Beifahrer, ich weiß gar nicht, wen er mitnimmt. Mudlo mit Beifahrer, ich weiß gar nicht, wen er mitnimmt. Und der Enrico, ich glaube, mit seiner Frau. Wird eine lustige Creme 21-Tour dieses Jahr. Und wir sind uns immer noch nicht sicher, welches Auto wir nehmen sollen. Ne? Ich habe schon einen im Kopf. Der Cossi. Du würdest dir voll Escort Cosworth mitnehmen? Hat kein Klima? Ich brauche keine Klima. Ich weiß, Fenster gehen hier runter. Und da ist keine Automatik. Ich bin faul geworden. Aber wenn nicht, fährt Nadine und ich gebe die Kommandos, wo wir rechts links waren. Ja, ich bin überlegen. Also, du sagst Escort Cosworth. Ja. Gibt es noch eine Alternative? Da sind viele Autos, aber die sind für dich halt nicht so schön. Na, warte mal, guck mal, wo wir sind. Wir sind jetzt hier. Ah, du weißt, da kommen noch zwei schwarze Autos, ne? Oh, weil jetzt habe ich auch hier wieder was gesagt, ne? Zwei schwarze Autos. Die werden auch auf jeden Fall bei der Creme so ein bisschen, wie drücke ich es nett aus, rangenommen. Genau, bei der Creme 21 werden die Autos auch benutzt, so kann man das wirklich sagen. Lotus Omega fällt für mich auf jeden Fall flach. Klimaanlage funktioniert, Auto ist Langstrecken gepufft, das ist wirklich geil. Kann ich mir jeden Kilometer anhören, also wie scheiße Schalten ist. Ja, die Kupplung und überhaupt die Kupplung inklusive des Getriebes ist für Stadtverkehr und Stau absolut, also wenn ein Lotus Omega Fahrer von euch sagt, ihr steht mit dem Auto gerne im Stau, bin ich mir sicher, ihr belügt euch selbst. Also 100% würde ich es genauso unterschreiben, weil es nicht cool ist im Stau mit dem Auto. Escort, also ich sagte, Escort bin ich zu 90% bei dir. Also es könnte sein, dass es der Escort wird. Ich hätte ein Auto, wo es
1% mehr wäre, weil er auch Dunst hätte, eine Klimaanlage hätte, aber er sieht lange, lange nicht so geil aus wie der Escort. Lange, lange nicht. Oh nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Nee. Ich würde den C43 mitnehmen. Aber das sieht halt, das ist halt so ein... Dann fahre ich im eigenen Auto. 0815 Auto, würde ich jetzt fast sagen. Oh, jetzt habe ich die C43-Fahrer, die AMG-Fahrer alle geärgert. Nee, vielleicht habt ihr für Creme 21, vielleicht sagt ihr, Mensch, das Auto. Ich würde ja auch nur... Nee, das macht ihr bitte nicht. Weil dann fahren wir mit dem R4. Würde ich fühlen. Geil. Würde ich voll fühlen. Das Einzige, ich würde den, glaube ich, nach München bringen lassen. Oder wir fahren mit unserem Bus. Da haben Leute mit dem LKW mitgefahren. Escort steht auf jeden Fall, bin ich bei dir, in der engeren Auswahl. Muss ich nur TÜV drauf machen, der ist nämlich nicht angemeldet. Und dann können wir mal gucken. Weiß nicht, was für, vielleicht bis dahin auch noch ein anderes lustiges Auto sind. Ich bin mal gespannt, was Enrico, Butlo und der Juke kommt. Da bin ich mal gespannt. Enrico, bin ich mir ziemlich sicher, dass er sein Talent mitnimmt. Dieser Breitbau. Könnten wir mit dem Breitbau Golf fahren? Nein. Warum nicht? Das geht nicht. Die ganzen Tiere müssen da raus, ne? Genau. Naja, ich gehe mal runter in die Werkstatt. Guck mal, wer da ist. Julian. Hi. Zwillingspapa. Ja. Was machst du hier? Du hast Arbeiten. Du hast doch Urlaub. Ich brauche mal Urlaub vom Urlaub. Das ist auch geil. Der hat einfach Urlaub und ich hab den Patrick, den Julian wirklich per WhatsApp geschrieben, sagt er, hey Marco, wie lange? Und ich habe dir wirklich geschrieben, du kannst so lange Urlaub haben, wie du es brauchst. Ne? Ja, natürlich, aber irgendwann muss man ja auch mal seinen Alltag irgendwo wieder finden. Ne? Das ist halt einfach so. Komm, sag ehrlich, du hast uns vermisst. Ein bisschen. So. Oh, du schlägst dich jetzt mit der Lenksäule hier rum? Ja, ich gebe mein Bestes. Aber er wehrt sich. Schon mal das Endoskop. Ja. So, wisst ihr, was ich jetzt mache, Leute? Ich hole mal eben ein paar Reifen ab, weil ich habe schon vor anderthalb Wochen Felgen gekauft und wollte sie direkt montieren. Ja, ich finde, ich fuchse da immer wieder, Reifen nicht da, dann guckst nach Gebrauchten, dann wollte ich die Gebrauchten nicht. Und dann Mutlo mich an und sagte, Marco, ich bestell dir jetzt welche. Ich sage, das dauert mir zu lange. Das ist vor einer Woche gewesen, wir wären schon dreimal hier gewesen. So, die Felgen möchte ich montieren, zeige ich euch gleich. Und ich fahre jetzt zum nächsten Reifenhändler hoch und kaufe die nächsten Reifen. Und diesmal, Achtung, ich glaube, der Jan hat es mir schon rausgeschrieben, kein Billigreifen. Ach übrigens, ihr fragt euch, wo ist eigentlich Daniel? Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hat Daniel Urlaub? Nein, Daniel hat keinen Urlaub. Daniel kümmert sich um diese Autos, dass sie so aussehen. Ihr wisst ja, habe ich ja schon bereits erzählt. So, ich fahre jetzt mit diesem Auto Reifen holen. Ist das eine billige Raspel? Na, konnte ich. Schnell das mal zu den Felgen. Kommen wir da drauf. Und jetzt fragt ihr euch, für welches Auto können denn die Reifen mit den Felgen sein? Das zeige ich euch gleich einmal. Ah, da ist eine Katze. Emmy, wir haben dich überall gesucht gerade. Emmy, hast du deinen Napf leer gefressen? Wo hast du deine Kinder gelassen? Unser Werkstattalltag ist ja auch mal dafür bekannt, dass wir hier super viel zeigen und auch was passiert. Wie ist das jetzt so? Ich habe zu Jan gestern gesagt, bei so einem Baujahr 59, 60 Auto kann das kein Hexenwerk sein, was auseinanderzubauen. Wie seht ihr das so? Ich sag ja auch immer, so was Kompliziertes wie eine Dampflokomotive, das haben sie geschafft damals, weißt? Mit 5000 Stangen und Co., aber ja. Also ist nicht mal eben, ne? Wir haben gerade schön gesagt, weil Julian sagte, sag mal, wir haben die das früher gemacht, die konnten noch Lenkräder nachbestellen. Ja, wahrscheinlich. Also ihr habt jetzt quasi aus unserem zweiten Auto, der im Museum steht, der rote. Das ist der Lenkrad schon mal geklaut. Das machen wir gleich sauber, weil das musst du mit dem Abzieher abmachen, ne? Mhm. Und richtig mit dem Abzieher, ne? Mhm. Abzieher und zwei Personen. Ja, und Hammer. Und was noch? Rostlöser und ja. Oh weia, jetzt habe ich den Julian verdonnert. Den müssen wir mal eben fix neue Reifen aufziehen und auf die neuen Felgen. Was fällt dir auf? Hätte ich auch gern, ne? Die Felgen aber, sind dir gut gefallen. Ja, aber ich habe meiner Frau versprochen, an dem Touran wird nichts verändert. Was sagst du denn so einem Reifenhersteller? Das ist schon fast ungewöhnlich bei uns, ne? Oh, naja, ja, doch. Ja. Ich bin froh, dass der Mutlo so weit weg von uns wohnt. Ja? Wir werden so oft da im Regal unterwegs und schön die ganzen Reifen rausnehmen. Und der wird sich immer wundern, schon wieder nachbestellen. Ja. Habe ich die denn das letzte Mal benutzt? Ja, wahrscheinlich. Mutlo, tut mir leid, dass ich dir eine Woche lang auf den Sack gegangen bin. Ich habe es heute geschafft, sie von nicht mal anderthalb Kilometer von hier abzuholen. Jetzt montieren wir sie und dann zeige ich euch gleich, auf welchem Auto wir sie montieren und warum. Das ist nämlich das spannendere Thema. Reifen auf Felgen sind montiert. Ich habe gerade im Turan mal eben übergewaschen. Boah, wir haben heute echt warm, ne? Ja. Und ich weiß, beim Turan geht noch keine Klimaanlage. So, aber als erstes müsste ich erstmal was bemerken. Ich starte mal das Auto. Unabhängig davon, dass die Motorkontrollleuchte an ist. Guck mal auf die Tanknadel. Wer hat das Auto zuletzt gehabt? Mutlu, Gruß und Dank geht raus, dass du den Shuttle Express
direkt vollgetankt hast. Aber ich glaube, du hast auch ordentlich geschwitzt hier drin, hä? Wo von Heilbronn bei 30 Grad im Stau gestanden hast. So, was wir jetzt machen ist, das Gebläse aus und das Auto mal vor die Bühne fahren. Ich zeige euch mal, warum der Touran andere Radreifenkombi bekommt. Das zeige ich euch mal eben. Das Ding ist ja nicht ganz ohne, also es hat schon ordentlich Rums hinter, aber guckt mal, wie der über die Reifen wackelt. Sieht man das? Ja, dass der unten, der Reifen wankt sehr. Das geht ja bis auf die Vorderachse. Warte mal. Da sieht man es richtig schön, wie der Reifen wankt. Der Luftdruck ist okay. Das ist mir aufgefallen. Ich war bei der Achsermessung bei Giuliano. Das ist dem Mutlu auch aufgefallen, dass der bei hohem Tempo jenseits der 200 sehr, sehr unruhig fährt. Und da merkt man wieder erstmal, was Reifen ausmachen. Deshalb jetzt die Sleeper-Optik wird zerstört. Aber ich würde sagen, wir schrauben mal die Räder drauf und gucken mal, wie das aussieht. In der Zeit, wo der Touran aufgebockt wird, gucken wir mal den Patrick über die Schulter. Da trägst du deine Tasche, ne? Da schauen auch gute Sachen drin. Ja. Brot, Müllermilch. Aber ja, alles leer hier. Oh, er ist leer gesöppelt schon. Was machst du Schönes? Elektrik fertig vom Golf. Ja, ihr wisst ja, heute steht er auch im Prüfstand, habe ich ja gesagt. Also am Donnerstag. Ja, ich bin wieder. Ich kann nicht, ohne Scheiß, da kommst du schnell rein mit diesem Zukunftsdenken. Und die Zeitblasen sind ja oft sehr groß, außer in diesen Werkstatt-Alltagsvideos. Deswegen sind die überhaupt mal ins Leben gerufen worden hier bei uns in der Halle 77, weil ich manchmal nicht mag, wenn das so. Also für mich, was heißt nicht mag? Für mich ist das schwer, nicht zu kommunizieren. Und so kann ich natürlich super schnell kommunizieren und weiß, 2-3 Tage später läuft dieses Video. Geil. Das wird gut. Übrigens, ich habe natürlich vorher getestet, ob die Felge über die Bremse geht, weil das ist nämlich das Hauptproblem bei dem Auto gewesen. Wir hatten schon die ein oder andere Felge hier auf dem Auto, ne? Und ich kann euch sagen, ihr seht, das ist nicht gerade viel Platz hier mit so einer S3-Bremse. Aber Julian, ich glaube, ich hätte für deinen Touran schöne Allwetterreifen hier zum Fahren. Ja. Die sind funkelnagelneu. Die haben vielleicht den einen oder anderen zweiten Gang schon mal gespürt. Haben wir wenigstens Griff. Die sind angefahren. Weil du lässt Fahrwerk ja Serie. Das haben wir ja im letzten Werkstattalltag gesehen, dass du dein Auto wahrscheinlich Serie lässt. Zum Thema Serie. Der Wagen ist hier tiefer gelegt. Das sind, glaube ich, H&R-Federn. Mit Serienstoßdämpfer. Tja, und seit dem Video, da muss ich euch wirklich drauf mal verlinken oder unten in die Videobeschreibung einfügen, dieses Video hier, wo wir bei KW waren, sowas von interessant, wie ein Fahrwerk hergestellt wird, dass ich selber das Video nochmal geguckt habe, obwohl es eine Stunde lang ist. Und ich muss sagen, jetzt sehe ich das Thema Fahrwerk erstmal mit ganz anderen Augen. Also das ist krass, warum ein Fahrwerk so teuer ist. Und ich glaube auch, dass ich hier in dem Falle mal bei KW anrufen muss, den Wolfgang mal anrufen muss und mal fragen muss, hey, wie sieht's denn aus? Gibt's für einen Touran auch ein KW-Fahrwerk? Ich glaube, für dieses Fahrzeug würde eine Variante 1 reichen. Dann fährt der auch gut, weil der hat nämlich einen Hängerarsch. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Die Federn für einen Touran, das ist ein Siebensitzer. Ah, das fährt gut, das Fahrwerk, aber es fährt doch zu weich in dem Falle für dieses hohe Tempo. Deswegen Radreifenkombi ist gekommen. Jetzt wird er auch nochmal investiert für ein Fahrwerk. So, Stunde der Weile, ob die Räder überhaupt drauf passen. Ich hatte die Felgen getestet und das sah ganz gut aus. Ja gut, ein bisschen tiefer müsste er schon, aber doch, das ist gut. Reifen ist abgedeckt, wenn er nur zu tief wäre dann, ne? Optik von den Felgen schon geil. Und ich weiß, der Zentralverschluss, das wird gleich gut werden. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Julian, was sagt ihr? Ja. Und jetzt ist dieses... Ich wollte gerade sagen, du wackelst jetzt an derselben Stelle. Und ihr seht, dieses Seitenwanken ist komplett weg. Also in dem Falle liegt es nicht am Fahrwerk, sondern definitiv an den Reifen. Das sind Allwetterbereifung 205 50 ZR17. Ja, jetzt sieht er natürlich nicht mehr nach Sleeper aus, ne? Kann blau sein, das Auto. Aber denk dran, du hast deiner Frau versprochen, ja, da einen nicht tiefer zu legen. Ja, ich finde es cool. Ich glaube, das sieht ganz schick aus. Und ich glaube, es lohnt sich jetzt vielleicht auch nochmal fürs Fahrwerk ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Wobei er jetzt wahrscheinlich schon sehr geil fahren wird. Problem ist, so jetzt fahren keine Chance, weil nicht eingetragen. Von daher überlege ich mir jetzt, machen wir ein Fahrwerk rein, machen wir kein Fahrwerk rein. Aber das werdet ihr sehen, eventuell im nächsten Werkstattalltag. Bis dahin, ciao.